Glück auf, moin moin und herzlich willkommen zu unserem neuen Video. Wir haben gedacht, damit ihr mal wieder was von uns seht und hört, stellen wir jetzt mal mein Weihnachtsgeschenk vor. Was ist, Melli, ihr Weihnachtsgeschenk? Das Mogwheel Asphalt ST in Schwarz-Weiß. So wie ich es haben wollte. Ja, seid gespannt, los geht's. Stopp. Was? Erstmal muss so ein Fahrrad zusammengebaut werden. Stimmt. Irgendwie sind wir hier hingekommen. Und das zeigen wir euch jetzt. Auf geht's. Ihr Lieben, jetzt habt ihr ein paar Eindrücke gesehen. Man sollte es auf jeden Fall zu zweit machen. Ja. Definitiv. Und am besten noch manchmal ohne Kinder. Aber okay, ja, das ist ein anderes Thema. Aber der Aufbau war wirklich einfach. Also alles gut beschrieben. Super. Also das versteht wirklich jeder. Ja. So, ich habe mir mal mein Handy zu Hilfe genommen, weil diese ganzen Zahlen und Daten kann man sich nicht so merken. Also, wir haben eine Reichweite von ca. 80 bis 96 Kilometer. Genau. Im Heft steht sogar noch 120 bis 160. Mit einer einzigen vollen Ladung. Wir werden es herausfinden. Aber Wetter und so ist gerade nicht bei uns wegen viel Regen. So, der Akku ist ein 36 Volt Akku mit 14,7 Ampere. Ja. Man, weißt du, wie viel ein Fahrrad tragen kann? Ja, 135 Kilo. Bin ich ja wohl deutlich drunter, ne? Ja. Schreibt es mal in die Kommentare. Also, hallo? Du bist ja da hier lustig. Der Motor ist ein 250 Watt Motor, bürstenlos, ganz wichtig, ohne Kohlen. Und ja, ich würde sagen, Federgabel. Federgabel haben wir eine verstellbare hydraulische Federgabel. Wir haben direkt schon mit dabei Licht und Lampen. So geil. Ich sag's euch, also ich liebe das jetzt schon. Ihr müsst es nicht im Zubehör kaufen. Und was ich ganz nice finde, Sekunde, ich mach's mal eben an. Was kommt jetzt? Das Fahrrad hat beim Licht ein total cooles Gimmick. Selbst hier außen im Rahmen ist es noch beleuchtet. Ja, finde ich total geil. Wirklich. Und es hupt. Wie geil ist das denn? Die Blicke, die ich heute schon vor mir hatte, wo wir hier hingefahren sind. Hup, hup. Ein hupendes Fahrrad. Also. Ja, war für mich auch neu. Sehr schön. Aber ich mag das jetzt schon. Weiterhin haben wir verbaut eine 7-Gang-Schaltung, Kettenschaltung. Mhm, genau. Ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, ein super schön stabilen Fahrradträger. Ich hatte bei der Seite auf Mogwheel gesehen, eigentlich
dass es hier noch so ein Holzbrett drauf gibt. Das habe ich bei uns jetzt irgendwie vermisst. Mhm. Ich weiß nicht, ob es Zubehör ist, aber ja, ich werde mich mal schlau machen. Genau. Aber ich finde es so schon schön. Ja. Auch die Farben. Sehr nice. Ja, was gibt es noch zu erzählen? Pedal Assistant sind 5 Stufen, die man zuschalten kann. Mhm. Habe ich auch gerade schon ausprobiert. Also das geht ab wie Schmitz Katze. Des Weiteren hat es natürlich auch eine Berganfahrhilfe, nee, Bergschiebeassistenten. Eine G-Funktion. Ja. Das können wir euch jetzt mal eben einblenden, weil wir waren gerade schon einmal kurz an einem Berg und da habe ich Melli das Fahrrad einfach mal hochschieben lassen. Mhm, beziehungsweise das Fahrrad ist selber gefahren. Ja, schaut es euch an. Genau. Dann stellen wir euch jetzt mal den Schiebemodus vor. Also wir sind extra an so einen Hang hier gegangen. Da geht es ganz viele Treppen rauf. Nach da geht es ganz viele Treppen runter. Aber die Melli zeigt euch jetzt mal, wie das geht. Genau. Damit ihr es nicht so schwer habt, drückt ihr einfach Pfeil nach unten, gedrückt halten und dann geht automatisch das Zeichen an und dann kann man ganz entspannt das Rad nach oben schieben, fährt fast von alleine. So, ganz wichtig ist gedrückt halten, denn wenn ihr loslasst, rollt es direkt wieder runter, also gedrückt halten. Und dann geht das ganz easy peasy. Was ich auch immer noch ganz wichtig finde bei so E-Bikes ist, du hast ja E-Bikes, da ist der Akku fest im Rahmen montiert. Den kriegst du nicht raus. Und ich bin kein Freund davon, im Winter bei Kälte, Frost und dergleichen Akkus, Batterien oder so draußen zu lassen. Ja. So, und hier ganz einfach Schlüsselchen. Und dann nehmt dann den Klumpen raus. Den könnt ihr übrigens auch direkt hier aufladen, also Akku, Fahrrad sag ich mal im Keller stellen, Akku mit nach oben in eine Wohnung aufladen. Ja. Überhaupt gar kein Problem. Oder direkt am Fahrrad, ne? Ich weiß nicht, ob du das schon gesagt hast. Ja klar, das geht natürlich das auch. Natürlich nur hat ja nicht jeder die Möglichkeit, sich immer das Fahrrad mit in die Wohnung zu schleppen. Das stimmt. Oder Garage oder etc. Ich glaube, ich hole euch mal ein bisschen näher ran und dann verklickert die Melli euch mal die ganze Elektronik und die Einstellmöglichkeiten. Auf der linken Seite des Lenkers befindet sich das Bedienfeld. Ich mache es mal an. Man muss dann einen kleinen Moment gedrückt halten. Und dann geht das Display an. Hello! Und tada! Ich erkläre euch jetzt mal ein paar Sachen. Hier links die Balken, das ist die Akkukapazität. Jeder Balken hat 10%, das heißt, wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 70% noch an Kapazität. Hier links sieht man die Kilometer, die man zurückgelegt hat. Time, okay, erklärt sich von selber, wir sind jetzt 64 Minuten unterwegs. Und hier unten PAS, das sind die Pedalunterstützungsgänge. Dieses Fahrrad hat 5 Stufen. Ach, und was ich noch sagen wollte... Hupe, funktioniert. Das ist jetzt schon mein Lieblingsteil. Ja, dann hopsen wir jetzt mal ins Menü. Ins Menü kommt ihr, wenn ihr die Pfeiltasten rauf und runter gleichzeitig drückt. Zack. Dann könnt ihr einmal die Helligkeit vom Display auswählen. Bestätigen tut ihr dieses über jeweils mit dem An- und Ausschalter. Dann könnt ihr die Stufen wählen. Na, seht ihr schon, wie dunkler. Bestätigen wir mal auf 3. So, Einheiten. Kilometer und Meilen. Wir wollen natürlich die Kilometer behalten. Den Startmodus könnt ihr einstellen. Wir fahren natürlich frei. Da könnt ihr dann die ganzen Fahrparameter zurückstellen, die ihr euch angefahren habt. Und natürlich logischerweise die Sprache. Wir bleiben bei Deutsch. Nimm doch mal Espanol. Nee. So, und zurück kommt ihr wieder einfach auf die Lichttaste drücken.
und alles ist wieder im Menü. Es gibt noch ein zweites Menü. Pfeiltaste nach unten und Licht gleichzeitig drücken. Jo. Maximal Speed sind dann also 30 km/h. Wobei bei dem Maximal Speed, da bin ich noch am Überlegen, da sind jetzt ja 30 km/h eingestellt, da müssten wir eigentlich mal noch testen, ob das Fahrrad dich dann runterbremst, wenn du die 30 erreicht hast, dass du quasi keine 32, 33, 35 erreichen könntest. Oder ob das von dem Motor ist, dass der Motor maximal 30 km/h macht. Wobei ich weiß, in Deutschland dürfen die eigentlich nur bis 25 km/h unterstützt werden. Wir werden es herausfinden. Ja. Jetzt möchte ich mit euch noch mal auf ein paar kleine Details eingehen, die ich an dem Fahrrad wirklich gut finde und wirklich echt auch von der Verarbeitung her echt, meiner Meinung nach, echt super gelöst sind für dieses Preis-Leistungs-Verhältnis. Im Übrigen, Preis-Leistungs-Verhältnis, da fällt mir was ein. Mit dem Code Guido könnt ihr auf den Link, den ich euch in der Videobeschreibung reingepackt habe, nochmal zusätzlich 50 Euro sparen, falls ihr dieses Fahrrad euch auch bestellen möchtet. Ich möchte jetzt nochmal auf zwei, drei Details eingehen, die ich eigentlich recht pfiffig und auch super finde an dem Fahrrad. Und zwar haben wir schon mal am Reifen selber nochmal zusätzlichen reflektierenden Streifen. Die Katzenaugen sind mit drin. Wie gesagt, weil ich gerade schon angesprochen habe, die Schaltung ist auch übrigens Shimano. Weil ich, wie gesagt, gerade schon angesprochen hatte, sind die Lichter im Rahmen. Ihr habt natürlich zusätzlich hinten auch noch ein ganz normales Licht, Rücklicht, dass man halt, wie gesagt, weil ich gerade schon sagte, den Akku rausnehmen kann. Und wenn du hier mal eben guckst, die Kabel bzw. die Leitungen und Seilzüge, die sind alle so super und sauber verarbeitet und eingebunden. Also genial. Ein Schutzblech. Ja, Schutzblech. Ich bin nämlich gerade schon durch Wasser gefahren. Ja. Wie gesagt, hier drüber könnt ihr halt die Intensität eurer Federgabel noch einstellen. Und dass grundlegend schon alle Lichter mit verbaut sind an dem Fahrrad. Mach noch mal an. Na, das sieht man tagsüber. Na klar. Wie hell das ist. Also nachts das oder also abends ist schon ein gutes Licht. Ein gutes Licht. Ja, Scheibenbremsen. Ein Ständer ist auch direkt mit dabei. Den müsst ihr nicht auch noch zusätzlich kaufen, wie man sonst machen muss. Aber wirklich, es ist ein Zubehör und Umfang dabei, wo du im Normalfalle richtig, richtig viel Geld für bezahlen musst. So, ja, das ist ja ein Asphalt ST, ne? Wie es der Zufall so will, hat mein Helm auch ein ST drauf. Ich war gerade schon beim Zubehör gewesen. Also, es sind ja wirklich Kleinigkeiten, aber da fängt für mich Service und Ausstattung auf jeden Fall mit an. Ey, du hast sogar eine Luftpumpe mit dabei. Im Übrigen, Luftpumpe, ganz wichtig, die Reifen haben ein ganz normales Autoventil. Mein anderes Fahrrad, auch ein Mountainbike, da habe ich mich ganz schön auf den Po gesetzt. Da ist nämlich auf einmal dieses französische Rennradventil drin gewesen. Und ich stand mit leeren Reifen da und habe die Dinger nicht vollgekriegt. Nur mal so nebenbei. Wie gesagt, ihr Lieben, vielleicht kommen jetzt noch ein paar Aufnahmen. Wenn ihr auch das Fahrrad haben wollt oder euch darüber informieren wollt, guckt gerne in die Videobeschreibung rein. Wie gesagt, 50 Euro Rabatt nochmal mit dem Code Guido. Und in dem Sinne würde ich jetzt sagen, verabschieden wir uns. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall glücklich. Frohe Weihnachten. Ja.
Ja, danke schön. Bitte schön. Nein, aber ich finde es wirklich super. Also ich bin jetzt schon begeistert und freue mich auf die vielen Fahrten, die wir 2024 unternehmen werden mit unseren Kindern natürlich. Genau so wird es sein. Vielen Dank auch nochmal an Firma Morgwheel, die uns dieses Fahrrad zur Verfügung gestellt hat. Ja, vielen lieben Dank. Und in diesem Sinne, Glück auf. Tschüssikowski, bis Danemanski, Hauen Sie Reinski. Tschüss.